Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Itch.io funktioniert wieder. Yay! Ja, heute spielen wir ein Short-Horror-Game, das da heißt Wrong Floor, also falsche Etage. Es soll so um die 15 Minuten gehen. Und das sind unsere Einstellungen, damit sind wir gestartet. Wir testen das jetzt einfach mal. Ich denke, wir lassen es auf Englisch. Hey. Oh, wir sind direkt da. Kann ich... Oh. Uiuiuiui. Das ist aber wobbelig. So. Falsche Etage. Es ist laut. So. Besser. Kann ich? Nein. Wer hat denn hier im Hausflur geraucht? Das macht man nicht. Dafür geht man raus oder ans Fenster. Oh. Okay. Wir sind bei 8. Müssen wir hin? Hallo, ich will hier wieder... Wir sind unter 1, wir sind gerade runtergerutscht, ne? Ich sehe nichts. Ich glaube, hier wohnt jemand. Jemand, der zu viel raucht. Mein Schatten, oh mein Gott. Need to turn on the battery, genau. Ich muss den Generator wieder einschalten, damit der wieder funktioniert. Ja, aber wie und wo? Oh Gott. Um Gottes Willen, das ist doch nicht euer Ernst. Haben wir kein Telefon mit? Ja, nee. Ich kann rennen. Ich kann nicht springen, okay. Oh, hallo Tür. Bewegst dich doch. Na, ich hab Sorge, wenn ich da jetzt nochmal drücke. Zigaretten. Was passiert hier? Weiteres nicht. Ja, Mäuschen, alles gut. Sagst du da nichts zu? Ja, da sind schon Käfer, liegt ja wohl schon eine Weile. Feuermelder, ich dachte, da steht jemand. Also ich wäre hier schon draufgegangen wahrscheinlich, weil ich wäre im Leben nicht da lang gelaufen. Ich mitnehmen zur Verteidigung. Lampe.
Wenigstens haben wir eine Lampe. Eine gute, aber. Was ist da drin? Nix. Kann ich das? Nein, okay. Was ist das? Oh, ich kann zoomen. Was ist das? Ein blutiger Kackhaufen? Ich hasse dich, Spiel. Ich mach da mal noch ein bisschen leiser. Und was war das jetzt? Warum sagen wir da nichts zu? Sind wir taubstumm? Nichts hören, nichts sagen? Weil ja, das ist ganz normal hier. Ich weiß nicht, was das noch für eine Sprache war in Russland oder so. Sieht doch nach Russisch aus, oder? Wahrscheinlich ist es falsch, aber. Wo waren wir denn noch nicht? Attenzione! Ein Verrückter. Größe 2,5 Meter. Das ist sehr groß. Um die 30 Jahre. Hat Schnitte über seinen gesamten Körper. Obdachlos. Und versteckt sich wahrscheinlich in verlassenen Gebäuden oder Keller. Die Polizei bittet um Mitwirkung. extrem gefährlich. Ja, ich glaube, den haben wir vorhin kurz gesehen. Can be broken with a crowbar. Wir brauchen eine Brechstange. Das ist nicht dein fucking Ernst, oder? Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Das Ding ist, ich kann das so leise machen, wie ich will, ne? Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Auch ohne Ton steht da einfach jemand. Ah. Hier wohl gelebt. Ich habe Angst, ich will da nicht weitergehen. So, ich bin jetzt bei 6% Headset-Lautstärke. Der raucht zu viel. Und hier ist gar keine Belüftung in dem Raum. Ich habe Angst, mich rum. Oh, mir ist warm. War so ekelhaft. Schleichwerbung. Was zur Hölle ist der da? Ist das sein Essen oder sein Kackeimer? Jetzt muss ich dahin gehen, wo er gestanden hat. Ja? Sollte ich ihn erst dann sehen eigentlich? Die Tür ist auf. So gefährlich ist, warum ist er da durchgebrochen und hat mir nichts getan? Was ist das? Ah. Eurozement. EU, Russland. Ich hab doch gesagt, die Russen. Zement. Warum ist hier Zement? Seht ihr gar nichts. Wir
hier ist eine Tür. Du, hier ist Dunkelheit. Na, natürlich. Gehen wir in die Dunkelheit. Okay, es ist nur eine Tür und ein Zettel. Der Code behind the red cabinet. Der Code ist hinter dem roten hier Dings. Schrank. Okay. Okay. Er ist da durch, das heißt, er kann hier nicht sein. Wo ist die Musik? Hä? Ach so, da ist noch. Ist er durch die Tür gegangen? Warum kann ich hier rein? Kabinett ist doch unter dem roten Schrank. Er kann nicht hier sein. Er ist ja vorhin da durchgegangen. Welchen roten Schrank? Ich kann auch rennen, das ist kein gutes Zeichen. Hallo, Nachbar. Das ist ein kurzer Horror. Das ist ein guter Schrank. Das ist ein Auge. Alter. Was ist das? Wieso? Das war vorhin noch nicht da, oder? Und wo ist der Code? Geht's um diesen Schrank? Geht's um diesen Schrank? Da ist der Code. Alles gut, der ist nicht da, die Musik ist aus, es passiert doch gar nichts, es kann überhaupt nichts passieren. Da, 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 1990. Was sind das für Geräusche? Ich renn mal, nein, ich renn nicht. Kann ich hier sterben? Kann ich hier drauf gehen? Ich weiß es nicht. 1990. 1990. Wo muss ich lang? Hier, ne? Zement. 19. Leck mich am Arsch. 19. 90. Ich vergesse den Code nicht. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein. Nein, lass mich. Muss ich mich hier beeilen? Wie stelle ich den Code ein? Gottes Willen, stress mich nicht. Ja.
Impuls. Geh mal zu. Nur. Hä? Aber ist er nicht hier reingegangen? Ist das eine. Ah, ja, das ist die sogenannte Crowbar. Nimm doch irgendwas mit, um dich zu verteidigen. Das ist doch. Ja, so ein Ding für um den Kopf zu kloppen oder so. Oder zumindest den Schraubenzieher. So. Ja, wie nett, er hat mir die Tür aufgemacht. Ja. Wieso ist hier so ein Raum? Der steht doch bestimmt hier irgendwo. Oder irgendwas ist doch. Ist das hier der Chillraum? Hat er hier gewartet? Ich will mich jetzt nicht rumdrehen. Nein. Nein, ich will das nicht. Ja. Nein. Was soll denn das? Das hier, wenn jetzt hier noch ein Galgen hängen würde, dann könnte ich diesen Raum ja noch ein bisschen nachvollziehen, aber es okay. Wo war das mit der Crowbar? Sehe nix. Was ist das mit euch Spielen, dass ihr es alles so dunkel habt, dass man nichts sehen kann? Wo war das jetzt? Mein eigener Schatten. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee, weil ich noch nicht wach genug bin. Es ist gerade Montagmorgen. Aber noch kein Herzrasen hier. Hier war ja schon Scare. Da ist er, muss er nicht nochmal, ne? Was ist das denn? Das ist eine Tapete. Okay. Ja, ganz rein. Ach ja, wir hatten ja eine Aufgabe. Reicht das? Ich bin immer noch beunruhigt, weil wir rennen können. Ich höre das doch. Was ist das? Was ist das denn? Das war doch vorhin nicht da, oder? Warte mal. Was ist das dunkel? Tja, sehr sympathischer junger Mann. Ja. Hübsche Wohnung. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Eigentlich ist es ja total bekloppt, ne? Weil es kann mir persönlich ja gar nichts passieren. Er kann ja nicht durch den Bildschirm durch. Und trotzdem... Ich hasse dich! Ich hasse dich! Was ist mit... Du bist wirklich 2,5 Meter, ne? Ja, netter junger Mann. Süßes Lächeln, ja? Stechende Augen, gestählter Körper. Nee, geht weg. Aufzug. Ah.
Nimmst du Klamotten? Aufzug! Aufzug! Ich bin weg. Danke für den Besuch. Ja, danke. Ja. Tschüss. Oh. So. Wirklich? Ende? Ende, Ende? Ende Gelände? Okay. Das ist auch was zum Wachwerden am Montagmorgen. Ja. Wie fandet ihr das? Wie würde es euch gehen, wenn euer Fahrstuhl einfach mal so eine Etage runterrutscht, wo ihr nicht hingehört und ihr wisst nicht, habt am besten kein Handy empfangen oder keins mit. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich wünsche euch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, je nachdem wann ihr es guckt und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.